Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und Josh wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide von mir. Heute sind wir angelangt beim Beastmaster Jäger und da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir gucken uns einmal das Gear an, die VZs, die Consumables, die Skillung und dann schauen wir in den Kampf rein. Dann werde ich euch ein bisschen erklären, was ihr in dem Kampf so spielen könnt. Ich habe auch noch ein paar Makros, die vielleicht helfen können. Brauchen tut man sie nicht unbedingt, aber das Ganze erleichtert das schon ein bisschen. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir einmal aufs Gear, was ich mir geholt habe. Ich habe mir jetzt hier Gear mit Sockel und Verzauberung geholt. Ich sage euch ehrlich, für die BM-Challenge ist das nicht notwendig. Ich habe es jetzt, glaube ich, nach unter 5 Tries geschafft. 2-3 Tries habe ich gebraucht, um meine Makros zu testen und dann habe ich ihn gleich im nächsten Try umgehauen. Also relativ einfach, das Gear braucht er nicht. Ich habe es mir jetzt gebaut, weil ich die anderen beiden Hunter Challenges auch noch spielen will und die sollen wesentlich schwerer sein. Ich habe mir, wie bei einigen anderen Klassen, tatsächlich hier ein bisschen Gear aus Mist of Pandaria gebaut. Und zwar ist das Craft Gear, das ein Lederer herstellen kann. Und das könnt ihr eigentlich in Item Level 39 herstellen. Es gibt aber das Mal des Handwerks und dann kann man das nochmal ein bisschen erhöhen. Ich habe das jetzt hier auf dem Char im AH gekauft. Man kann das aber sich auch selber herstellen, wenn man dann einen Lederer am Start hat. Es gibt da zwei Optionen, die Sinn machen. Wenn ihr stellt euch das auf Item Level 54 her, dann ist das quasi das maximale Item Level und wird runter auf 50 gescaled. Oder ihr stellt es euch auf 48 her, dann verliert ihr zwei Item-Level und damit auch ein paar Stats, könnt aber alte Verzauberungen drauf machen. Die alten Verzauberungen aus allen Expansions vor Shadowlands skalieren nämlich so, dass ihr die maximal auf Level 50er Items herstellen oder drauf verzaubern könnt. Sind die Items 54, könnt ihr sie nicht drauf verzaubern. Dafür könnt ihr auch keine epischen Sockel auf ein 48er Item drauf machen, weil dieses 48er Item wiederum zu slow ist. Die epischen Sockel brauchen wieder 50 plus. Das Beste ist, wenn ihr ein Item habt, das Item Stufe 50 ist, dann könnt ihr nämlich sowohl die alte Verzauberung drauf machen, als auch die besten Sockel, aber das nur am Rande. Heißt, ich habe mir hier MOP Gear gecraftet, das PvP Gear mit Sockeln. Auf den Handschuhen habe ich zum Beispiel das auf 48, dann konnte ich noch eine Verzauberung drauf machen mit 6 AG. Auf der Hose selbiges, auch 48, dann konnte ich mal eine Verzauberung drauf machen. Auf der Schulter auch. Auf der Brust kann man eh eine neue Verzauberung drauf machen, deswegen habe ich die auf 54. Den Helm, da gibt es keine Verzauberung, deswegen habe ich den auf 54. Die Handgelenke habe ich aus der Order Hall von einem Händler. Der verkauft das einfach. Die ist Stufe 50, hat nochmal einen Sockel drauf, geht Verzauberung und großer Sockel. Sonst Umhang habe ich ganz normal einen aus BFA genommen, den ich noch rumliegen hatte mit dem Hunter. Den Hals habe ich das Herz von Azeroth, weil er 3 Sekundärstats hat. Und dann habe ich bei den Ringen einfach Juve-Ringe, hier mit Crit und Versa und Crit und Mastery einmal genommen. Übrigens, zu den Stats kann ich euch gleich noch was sagen. Und zwar, wenn ihr jetzt auf bestimmte Stats gehen soll, laut WoW Head ist die Stat Prio Agi, dann Crit, Haste, Versa, Mastery. Deswegen bin ich hier auch hauptsächlich auf Crit gegangen. Könnt ihr aber auch ein bisschen anders machen, wenn ihr die anderen Challenges auch noch machen wollt und ein Gear euch basteln wollt und dann dementsprechend das dabei belassen wollt. Genau, dann zu den Sockeln. Ich habe mir einmal einen Metasockel mit Beweglichkeit und 3% Crit reingesockelt. Sonst hier einen 7-Crit-Sockel, das ist ein einzigartig anlegbarer. Und hier noch einen 6-Beweglichkeits-Sockel, der ist auch einzigartig anlegbar. Sonst auf den Items, die über 50 sind oder genau 50 sind, 7 Crit draufgesockelt. Und auf den loweren Items habe ich 3 Beweglichkeit. Der höchste wäre 4 Beweglichkeit, ist aber ein Sockel, den man nur auf ein 50er oder höher Item draufbasteln kann. Und die sind sauteuer, deswegen habe ich mich für 3 Beweglichkeit entschieden. Sonst habe ich hauptsächlich Crit verzaubert, wie ihr hier seht, beziehungsweise ein paar alte Verzauberungen mit zum Beispiel hier auf der Hose 6 Beweglichkeit, 3% Crit. Dann kommen wir zu den wichtigeren Sachen. Mit was habe ich noch gespielt? Ich habe mit der Verehrten Samenkapsel gespielt. Die bekommt man aus dem Raid des Smaragdgrünen Albtraum vom ersten Boss Nitendra. Könnt ihr, wenn ihr auf Survival skillt oder nicht skillt, beziehungsweise Beutespezialisierung ändert, auch mit einem Bonus-Roll holen. Könnt ihr einfach einen Dalaran bekommen, Bonus-Roll in allen 3 Schwierigkeitsgraden. Könnt ihr das farmen, LFR, NHC, HC und Mythic. Und eigentlich droppt es immer nach dem zweiten, dritten Kill. Also das Ding hat eine gute Drop-Chance. Bis jetzt mit jedem Char in einer ID bekommen. Das zweite Trinket, was ich habe, ist der Geister-Drachling. Und das Trinket kann den Inji herstellen.
Und da können wir dann nochmal so spezielle Ingi-Sockel reinmachen, die auch der Ingi herstellen kann. Könnt ihr auch mal Auktionshaus kaufen, kostet eigentlich nicht sonderlich viel. Ich habe hier zweimal Crit und einmal Verse reingesockelt. Das Trinket prockt einfach so einen kleinen Drachling, der Schaden verursacht. Das ist eine ganz nette Geschichte. Dann als nächstes habe ich hier mit der Account-Waffe gespielt. Das hat den Hintergrund, dass ich mir eine bestimmte VZ draufhauen wollte, und zwar Kraftmultiplikator. Da wurde mir gesagt, das soll die beste für den Hunter sein. Und dass ich die drauf machen konnte, habe ich die Waffe vorher zu einem Level 50er Char geschickt. Dann quasi die VZ mit dem 50er drauf gemacht und wieder zurückgeschickt. Das Problem ist nämlich, diese Kraftmultiplikator kannst du nur drauf machen, wenn das Item auf Itemstufe 140 oder niedriger ist. Und ich habe meine Erbstücke schon abgegradet. Wenn ich das auf Max-Level-Char mache, geht das nicht. Deswegen auf den Twink schicken, mit dem drauf machen und wieder zurückschicken. Dann funktioniert das Ganze wunderbar. Auf einem Level 1-Char ging es irgendwie nicht. Es stand zwar keine Minimum-Item-Level drauf, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Gut, so viel zum Gear. Wie gesagt, die Challenge BM ist relativ leicht, könnt ihr auch mit eurem ganz normalen Shadowlands-Gear spielen. Die anderen Challenges vom Hunter sollen ein bisschen knackiger sein, deswegen habe ich mir jetzt schon mal das Gear hier gebastelt. Dann gucken wir mal weiter zu der Skillung. Ich habe einmal gespielt mit Tierbegleiter, dann Blutgeruch, natürliche Heilung, Jagdfieber, Impromputu oder wie man das ausspricht, Stampfen, Aspekt des Wildtiers. Dann gehen wir weiter zu den Consumables. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der Ströme, dann mit dem Schattenkernöl, dann mit dem MOP Crit-Fu, mit dem Shadowlands Crit-Fu, das sind diese Rippchen, mit einer Verstärkungsrune, dann mit dem Trank der ungezügelten Wut. HT-Rollen bzw. Trommeln braucht ihr nicht, ihr habt ja euer HT vom Pet. Und dann habe ich absybischer Heiltrank und ich habe mir ein Grollhuf aus Nackrand geangelt. Wo haben wir es? Ich muss meine Pets, glaube ich, kurz beschwören. Das ist mir nämlich am Ende hops gegangen. Genau, also ein Grollhuf aus Nackrand, das hat am meisten defensive Fähigkeiten und dementsprechend ist das recht praktisch. Das hat hier Blut des Rhinoceros und dann gibt es noch zwei, drei andere Fähigkeiten, dass das Viech hat, die relativ gut sind. Da kriegt es noch 10% Rüstung und mehr Heilung und dann gab es noch irgendwas anderes. Genau, dickes Fell hat es dann noch. Da hat es nochmal so einen kleinen Dev-CD. Also das soll relativ gut sein, hat auch HT mit dabei, also kann man nichts sagen. Genau, also das hier. Und zusätzlich habe ich halt noch einen Wolf, aber das ist vollkommen egal, was ihr da als zweites Pet mitnehmt. Zusätzlich könnt ihr euch noch die Kriegsrolle des Schlachtrufs reinhauen, gibt es noch 3% mehr Angriffskraft. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht genommen. Braucht ihr auch nicht unbedingt. Die Challenge ist, wie gesagt, relativ einfach. Hab mal ein bisschen gegeizt, die kostet halt auch 500 bis 1000 Gold, je nach Server. Gut, das ist soweit das Vorgeplänkel. Jetzt schauen wir uns noch zwei, drei Makros an und dann können wir in die Challenge reinschauen. Ich habe mir 5 Makros gebastelt und zwar das erste Makro ist einmal auf meinem Cobra-Schuss. Da habe ich einfach Schultu-Tipp Cobra-Schuss, dann Target Teufelssog-Totem. Das ist ein kleines Totem, das müsst ihr nämlich schnell wegschießen. Wenn es hochgeht, werdet ihr gestunt, kriegt einen Haufen Schaden. Wollen wir schnell beseitigen, deswegen habe ich mir dann ein Target-Makro gemacht, cast den Cobra-Schuss dann und dann wieder aufs letzte Target. Wenn ich dran denke, poste ich euch die Makros in die Infobox, sonst schreibt es halt einfach, dann suche ich es dann nochmal raus. Das zweite Makro ist Shoal-Tool-Tip und dann cast at Boss 2. Das ist nämlich der Wurm, den wir gleich sehen werden. Wildtier ängstigen, den können wir nämlich vieren, um einen Zauber zu interrupten. Drittes Makro ist cast, also wieder Shoal-Tool-Tip, dann cast at Boss 1, Einschüchterung, das ist unser Stun, um einen Mob zu unterbrechen, das ist der Taure in dem Fall, um seinen Heal-Cast zu interrupten. Wobei nicht Heal-Cast, sondern Damage-Cast, pardon. Dann haben wir das vierte Makro, Shoal-Tool-Tip, cast at Boss 1, Gegenschuss, das ist einfach, um den Cast zu interrupten. Und dann habe ich mir noch Shoal-Tool-Tip, cast at Cursor, Eiskältefalle, damit kann man einfach instant die Eiskältefalle, warte mal, so geht's normal, aber, ups, jetzt habe ich es verkackt, die wollte ich rausziehen. Also da kann man direkt quasi, wenn man das Makro drückt, da wo der Cursor ist, das draufschmeißen, ohne nochmal, wie ihr gerade gesehen habt, das Feld bestätigen zu müssen, ist ein Ticken schneller. Ich habe es in der ganzen Challenge nicht eingesetzt, weil ich noch nicht ganz mit den Zaubern zurechtgekommen bin, aber theoretisch, wenn man das ein bisschen kann, geht das halt schneller, muss man halt nicht nochmal extra klicken, sondern er schmeißt die Eisfalle halt instant her. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen. Jetzt habe ich hier den Cursor. Zack, seht ihr, da muss ich nicht nochmal extra klicken. Ist ein Ticken schneller, der Cast geht relativ schnell und damit kann man noch ein bisschen was rausholen, wenn man das damit interrupten muss. Gut, soviel zu meinen Makros. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Fight rein. Ich mute jetzt mal hier.
weil ich habe nebenbei noch gestreamt, dann haben wir das Gelaber nicht doppelt. Und zwar als erstes lauft ihr hier in diese Challenge rein. Ihr kämpft gegen zwei NPCs. Und zwar einmal kämpft ihr gegen den Wurm und ihr kämpft gegen den Taurin. Am Anfang, wie ihr seht, hier schön Buff-Food, Zeug nicht vergessen, dass ihr das reinhaut. Und es ist so, den Wurm könnt ihr am Anfang nicht angreifen, sondern nur den Taurin. Und erst wenn ihr den Taurin angeschossen habt, könnt ihr auch quasi den Wurm angreifen. Wichtig ist, ihr seht schon bei dem Wurm, der hat hier 9 Stacks. Und für jeden Stack bekommt er 10% weniger Schaden, insgesamt 90% weniger Damage. Heißt, es macht keinen Sinn, am Anfang auf den Wurm drauf zu schießen, weil er fast kein Damage bekommt. Wir schießen am Anfang fast ausschließlich auf unseren Taurin. Ja? Und ihr habt gerade gesehen, da war so ein Flammencast von unserem Taurin-Boss. Und dieser Flammencast, der haut extrem viel Schaden raus. Wenn der durchkommt, dann one-shottet er euer Pet und ihr werdet fast auch gewone-shottet oder wenn ihr ganz volles Life habt, vielleicht 90% Leben. Diesen Spell müssen wir auf jeden Fall immer interrupten. Das können wir mit dreierlei Dingen machen. Wenn dann mit unserem ganz normalen Interrupt, mit dem Stun und der Eiskältefalle, ne? Oder mit der Eisfalle heißt die, glaube ich. Deswegen haben wir die Eisfalle auch gebindet. Es geht fast aus, dass ihr es mit dem Stun und dem mit dem Interrupt unterbrochen bekommt. Das funktioniert, ja. Ab und an castet er dann zwischendrin noch einen und dann müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass ihr, wenn dann die Eisfalle draufschmeißt oder ihr lasst euer Pet einfach rippen und retzt es wieder. Das könnt ihr natürlich auch machen. Da ihr den Schaden mit dem Pet macht, ist es immer so eine Angelegenheit. Dann habt ihr gesehen, der Wurm da hinten, der hat einen Silence-Cast gecastet. Erstmal, wenn ihr irgendwas castet, dann werdet ihr gesilenced, was jetzt beim Hunter ehrlich gesagt nicht so schlimm ist. Ihr habt gerade gesehen, jetzt habe ich es nicht interrupted. Pet instant tot, ne? Schlecht. Muss den Pet nochmal ritzen. Wenn ihr, hier, das ist dieser schallende Schrei. Und da schaue ich immer, dass ich mein Wildtier ängstigen draufhau. Denn wenn wir auf ihn Wildtier ängstigen hauen, kriegt er seinen Silence nicht durch. Erstmal silenced er euch, was wie gesagt beim Hunter nicht schlimm ist, aber das Schlimmere an der Geschichte ist, das macht relativ gut Schaden, ja? Und wir haben nicht so viele Möglichkeiten, uns wieder voll zu heilen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das möglichst, wenn es ausgeht, immer mit unserem Wildtier ängstigen, einmal wegzitzen, dann kriegen wir den Schaden auch nicht und gut ist die Sache, ja? Dann haben wir immer noch dieses X, was kommt, da kommen nach ein paar Sekunden Stacheln hoch, sollte selbsterklärend sein, da sollte man nicht drinstehen, ja? Sonst ist eigentlich gut. Dann ist es so, dass es zwei Phasen gibt. Einmal eine Abtauchphase und eine Auftauchphase vom Wurm. Immer wenn der Wurm auftaucht, seht ihr gerade, macht er instant seinen Silence. Da könnt ihr eigentlich, wenn der Wurf auftaucht, gleich schon mal das Vieren durchdrücken. Und zwischendrin macht das auch immer. Nur in der Abtauchphase können wir quasi die Stacks von dem Wurm runterkriegen. Das werden wir gleich nochmal sehen. Jetzt haben wir nochmal dieses schallende Ding, das müssen wir interrupten. Gleichzeitig den Interrupt auf den Boss, also da müsst ihr teilweise gucken. Und jetzt haben wir hier hinten das Totem. Das kommt zwischendrin auch immer wieder. Und dafür habe ich mein anderes Makro ja gemacht, dass wir das instant ins Target nehmen, das Totem wegmachen. Das castet vielleicht so 3 Sekunden oder so, würde ich mal behaupten. Und da in der Zeit müsst ihr es weghauen. Wenn ihr es nicht weghaut, wie gesagt, dann geht es hoch, macht euch Schaden und stunt euch vor allem auch. Und das Problem ist, dann könnt ihr die anderen Sachen nicht mehr interrupten und dann wird es schwierig. Also das Totem müsst ihr fokussen. Ihr seht es, da kommt immer das Totem raus. Ne? Also es spawnt erst so ein Kreis, dann spawnt das Totem und dann fängt es an zu casten. Also man sieht es eigentlich relativ gut. Ihr solltet immer ein bisschen Ausschau halten, denn der Bereich ist relativ groß und das Totem kann auch in der letzten Ecke spawnen. Ne? So, dann haben wir noch zwei grundlegende Phasen. Einmal die Auftauchphase, wo der Wurm hier gegen uns kämpft. Ich habe nach ein paar Tries entdeckt, ich kann mein Pet eigentlich auch zwischendrin auf den Wurm schicken. Dann kann das Pet auch den Wurm ein bisschen mittanken. Wir DPSen den Wurm ja am Anfang nicht, sonst schießt er zwischendrin immer auf euch und ihr geht runter mit dem Leben. Besser ist es, wenn ihr den Wurm auch ein bisschen antankt. Ja? Dann könnt ihr da noch einen Ticken Schaden rausnehmen und hab da nicht so viel Damage. Und jetzt in der Abtauchphase, wie ihr seht, kommen ja immer diese Eier. Da stelle ich mich zwischendrin rein, schmeiß mein Trinket hin, diesen Befall-Trinket von Itendra, und schaff's dadurch, dass die hier kompletto runtergedpst werden. Wenn die Eier nicht schnell genug sterben, kommen diese Würmer raus, die muss man einfach töten. Die hauen diese Voids raus, das ist aber nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Und zusätzlich, was wir auch noch haben, sind diese Steine. Und seht ihr, wenn der Boss durch so einen Stein durchläuft, verliert er nämlich einen Stack. Wir müssen uns immer, wenn der Wurm kurz auftaucht und dann uns rancharged,
in oder zu diesen Steinen hinlaufen, dass er durch diese Steine durchcharged. Und wenn er das macht, verliert er seine Stacks. Und wenn er das 9-mal geschafft hat, also in der Zwischenphase insgesamt alle 9 weggehauen habt, dann könnt ihr anfangen, den Boss zu DPSen. Ich habe HT und den Pot auch gezündet. Und jetzt DPS ich in der Phase nur noch auf den Boss, auf den Wurm durch und in der Zwischenphase nur auf den Tauren, ne? Weil ihr könnt den Wurm halt nur DPSen, wenn er quasi auch oben ist. Wenn er unten ist, könnt ihr nicht DPSen. Übrigens, in der Zwischenphase, wenn der Wurm unten rum lungert, seht ihr diese Wolke, wenn er durch euch durchfährt, werdet ihr auch kurz betäubt und bekommt Schaden. Also das wollt ihr auch vermeiden. Ihr seht, er taucht kurz auf und dann chargt er dahin, wo wir standen. Ich habe ihm jetzt an dem Zeitpunkt schon alle Stacks runtergehauen, deswegen brauche ich ihn jetzt nicht mehr durch die Steine durchziehen. Also es sind immer 3 Steine da. Am Anfang, wenn er noch Stacks hat, müsst ihr am besten immer schauen, dass er mit einem Charge 2 Steine frisst und mit einem anderen Charge einen. Der macht nämlich immer, ich glaube, 2 oder 3 Charges maximal, also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr alle mitnehmt. Im Optimalfall schafft ihr alle 9 Stacks innerhalb von 3 quasi Bodenphasen, indem ihr ihm jedes Mal alle 3 abräumt. Da ihr aber hier endlos Zeit habt, könnt ihr auch immer nur 1 oder 2 mitnehmen. Wenn ihr da mal 1 fällt, ist auch egal. Dann könnt ihr halt den Tauren schon mal weiter runterhauen und dementsprechend dann den Wurm halt nach DPSen. Ja? Ihr solltet im Optimalfall beide Bosse relativ low bringen und erst den einen töten, wenn der andere auch fast tot ist. Hat den Hintergrund, da ihr, wenn ihr einen tötet, der andere einen Enrage-Effekt bekommt. Ich glaube, das sind 150% mehr Damage. Und die hauen dann schon ganz gut rein, deswegen wollt ihr halt schauen, dass ihr den Wurm relativ low haut, dann den Tauren tötet, weil der ein bisschen tödlicher ist mit seinem Cast tatsächlich, und dann den Wurm umnatzt. Ihr solltet aber gucken, dass euer Pet bei Möglichkeit die Aggro von beiden hat, wenn die in Enrage gehen, dass, oder vor allem dann halt auch beim Wurm, wenn ihr den als letztes tötet, dass ihr von dem Wurm nicht weggeratzt werdet. Ja, also da haut es dann schon ordentlich rein. Bei mir ist es jetzt so, dass der Taure auf 29% ist, der Wurm taucht gerade wieder auf. Ich habe ihn nochmal gefeiert und jetzt ziehen wir einfach voll auf den Wurm durch. Was ich euch vielleicht noch empfehlen kann, ihr solltet eure Damage-CDs regelmäßig ziehen. Ich habe das irgendwie so ein bisschen verballert, weil ich BM vorher nie großartig gespielt habe, also da ein bisschen drauf achten. Ihr habt theoretisch auch noch die Turtle, wenn euer Pet verreckt sein sollte und er noch seinen Cast raus hat, könnt ihr auch mal Turtle, ne, und damit seinen Cast negieren. Ihr seht, jetzt habe ich den Wurm auf 4% runtergehauen. Weiter wollen wir den jetzt ehrlich gesagt nicht runterhauen. Und jetzt spielen wir erstmal den Tauren noch runter, killen den und dann können wir den Wurm machen. Ihr solltet aber dennoch immer hier diese Eier machen, dass ihr auch schnell diese Würmchen töten könnt. Sonst habt ihr halt ständig die Würmer noch, die euch DPSen und müsst dann halt aus noch mehr Voidflächen rauslaufen. Das ist eher ungünstig. Übrigens, sobald ihr den Wurm die Stacks runtergehauen habt, müsst ihr auch diese Steine nicht mehr durch... quasi nicht mehr aufhauen, deswegen die könnt ihr dann komplett ignorieren, dann solltet ihr einfach nur noch dem ausweichen, ne? Also wenn er abtaucht, einfach nur noch ein bisschen rumlaufen, rechts, links, dass ihr da nicht getroffen werdet und wollt da nicht gestunt werden. Wenn ihr ein DBM zum Beispiel drauf habt oder ein Big Wix, dann zeigt das euch auch relativ schön an, ne? Also ihr habt gerade gesehen, Totem kommt, wurde angezeigt, der Boss castet, wurde angezeigt und wenn ihr dann eure Makros habt, dann müsst ihr auch nicht mehr gucken, was habe ich jetzt im Target, habe ich gerade die kleinen Würmer im Target oder was anderes, einfach eure Zauber drücken und ihr interruptet mit dem Interrupt-Makro automatisch mit dem Boss und stunt den Boss automatisch. Das Einzige, was ihr halt noch gucken müsst, ist dann die Eisfalle, ne? Ich lag jetzt hier am Ende so ein bisschen mit Schaden. Ihr habt gesehen, auf den Wurm habe ich jetzt gar keinen Damage gemacht. Einfach hier durchgezogen. Ich bin auch schon ein bisschen low, weil mir zwischendrin mein Pet gestorben ist. Und ich dann tatsächlich vergessen habe, nochmal das Pet auf den Boss zu schicken. Das dann, wenn euch das passiert, und wahrscheinlich wird es euch zwischendrin mal passieren, dass das Pet stirbt, schnell retzen und immer wieder den Wurm antanken. Weil euer Leben ist halt wichtiger als das vom Pet. Das Pet kann ja immer wieder retzen, könnt ihr ein bisschen heilen. Ehrlich gesagt musste ich mein Pet tatsächlich nie heilen, das ist mir nur immer dann gestorben, wenn halt der Cast durchging von dem, ne? So, dollar. Boss ist jetzt auf 15%, seht ihr, mein Pet ist schon wieder gerippt, weil beides auf Abklingzeit war und ich das mit der Eisfalle nicht ganz hingekriegt habe. Lieber dann nochmal das Pet beschwören. Wir ziehen jetzt auf den Boss noch runter, ich lasse den wie gesagt bei 4% und werde dann den Boss erst finishen. Dann werdet ihr auch sehen, hat er so einen kleinen Wut-Effekt drauf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den mit dem Hunter theoretisch vielleicht auch runternehmen könnte. Ich meine aber, dass das nicht geht, dass man den Wut-Effekt nicht runternehmen kann. Und ihr habt auch gerade gesehen, hier ging der Silence-Cast durch. Ich habe ihn jetzt nicht mehr
einmal weggefeiert und das macht schon ein bisschen Schaden. Also 1000, 1500 Damage macht das und wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten, uns zu heilen. Den Heiltrank auch zwischendrin nutzen, wenn ihr sehr low seid und halt die Eigenheilung, die haben wir dann auch noch im Repertoire. Da ist nochmal das Totem, einmal kurz wegschießen. Ihr müsst euch dann immer ein bisschen hindrehen, sonst kriegt ihr es nicht und ich hätte fast einmal ist mir das Totem durchgegangen, weil es so seitlich stand und ich es dann nicht ganz in Zeige gekriegt habe. Gut, jetzt ist der Typ fast down, auf 3% ist er. Und jetzt müsste ich eigentlich den mit dem Pet nochmal antanken. Das Schallen lasse ich jetzt noch einmal durch, bevor ich ihn töte, sonst macht das mehr Schaden. Kick ihn, mit meinem Pet ist schon wieder gerippt. Ja, eigentlich suboptimal, aber ich dachte mir, der Boss hat fast kein Leben mehr. Ich ziehe jetzt einfach durch. Totem noch weggehauen und Boss stirbt. Achievement aufgeploppt. Wenn ihr es gut spielt, könnt ihr den Boss deutlich schneller töten. Ich habe jetzt hier teilweise einiges verkackt, aber ihr seht, selbst wenn man das nicht optimal spielt, ist es halbwegs gut machbar. Und ja, dann sind wir damit schon am Ende von dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.